Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Agrarian Skies. In der letzten Folge habe ich mich hier wieder ein bisschen reingefunden, muss auch mal sein. Und jetzt machen wir mal weiter und eine der ersten Aufgaben ist, dass wir ein Deconstruction Table herstellen. Ich habe hier die ganzen Sachen drin, für die Leute, die es nicht wissen, Arcane Workbench, Stab mit genügend Ladung, hier in dem Fall 22 per Dito, beziehungsweise wenn wir den hier nehmen würden, wären es sogar nur 18. Dann machen wir das doch. Und zack, haben wir unseren Deconstruction Table, den wir jetzt, nein, das war das falsche Buch, das Buch Manual submitten können und ihn gleich wieder claimen. Den kann ich jetzt hier irgendwo hinstellen. Da wollte ich ihn gar nicht hinstellen. Komm her. So. Und jetzt kann ich hier irgendwas mit einer Grundzutat reinpacken. Wie zum Beispiel Stein wäre jetzt Terra. Ich überlege gerade, ob wir irgendwas haben, was vielleicht Glas enthält. Was Aqua enthält. Wir können ja mal kurz in Thaumonormicon schauen, in die Aspekte. Dann kriegen wir ja aufgeschlüsselt, was Aqua ist. Wir sehen hier bei uns eine ganze Menge Gegenstände, die Aqua enthalten. Ja, wenn wir mal Zuckergras automatisieren würden, wäre das natürlich eine Idee. Oder wenn wir Wasser reinpumpen würden. Gelum, hm? Wie sieht's denn aus mit... Victus Venom... Vitrios. Vitrios ist doch genau das, was ich will, oder? Vitrios ist doch genau das hier, oder? Ja, genau. Dann müsste das jetzt nämlich tendenziell Aqua geben. Und wir sehen, es zerbricht jetzt so langsam. Und wenn man Glück hat, kriegt man eben einen Aspekt. Den muss man allerdings manuell rausnehmen, was ein bisschen uncool ist an der Sache. Deswegen, ja, kann man machen, muss man aber nicht. Gibt sicherlich andere, einfache, schnellere Wege, an die Aspekte zu kommen. Und ich glaube, das Befüllen kann man automatisch machen, aber das Rausziehen der Aspekte leider nicht. Deswegen ist das hier auch nicht ganz so sinnvoll. Da gibt es wohl andere Wege, wie man besser an... Na, guck, jetzt haben wir hier ein Aqua rumliegen. Ah, da geht schon. Dich packen wir einfach hier rein. Dich auch, dich auch, dich auch. Machen wir mal hier den Reward Bag. Super, braucht kein Mensch. Was haben wir für eine Potion das ist? Das Herz noch schnell fressen. Und gut ist die Sache. Ich wollte... Was wollte ich? Genau, ich wollte ein paar Quests abgeben. Denn wir haben hier auch noch die anderen zwei von Blood Magic fertig. Deswegen... Ach, nehmen wir die Blutrunen. Und was haben wir hier noch? Irgendeine Flask. Ja, klar, her damit. Jetzt brauchen wir so ein Bloodblade. Und dann noch eine Consume Task. Ah, Crafting Task. Okay, Consume Bloodblade. Ah, okay. Ja, wird schon irgendwie passen, ne? Wir müssen aber mal gucken, dass wir hier mal ein bisschen weiterkommen. Und dazu müssen wir jetzt ein Alchemical Furnace, ein Arcane Alembic, ein Alchemical Constructor und ein Alchemical Centrifuge bauen. Alchemical, Arcane, Alchemical, Alchemical. Werden wir schon hinkriegen, würde ich sagen. Magical Bloodstone Orb, Bloodstone Rune und das da können weg. Die zwei eigentlich auch. Oh, toll. Wieder eine ganze Menge Bienenstöcke, die können wir mal am besten nach da drüben bringen. Ich glaube, hier ist leer, oder? Naja. Nicht so ganz. Aber ich glaube, meine Bienenstöcke habe ich hier gelagert, wenn ich mich richtig erinnere. Genau. Jetzt können wir die da auch reinschmeißen. Hm? Da haben wir noch einen. Chicken Jerky. Ich finde, diese Map verliert einfach gegen Ende massiv ihren Reiz, weil das, was anfangs noch Spaß macht, nämlich das Kämpfen ums Überleben und der Fortschritt, das ist alles noch cool. Und jetzt ist es einfach nur noch stupides Abarbeiten von irgendwelchen Aufgaben. Deswegen bin ich, wie gesagt, auch... Ja,
habe eigentlich Besseres mit meiner Zeit zu tun. So, dann schauen wir mal. Alchemical Furnace, hm? Wo bist du denn? Alchemical Furnace ist ein Crucible. Ist das ein... Ja, das ist ein Crucible, okay. 4 Arcane Stone Blocks. Also, nicht 4, mehr natürlich. Und Arcane Alembic kriegen wir auch hin. Ja, mein Gott, das kriegen wir schon alles zusammen, ne? Jetzt müssen wir erstmal Arcane Stone herstellen. Dazu brauchen wir Stein und irgendeinen Shard. Ja, craften wir mal ein paar. Ich glaube nicht, dass wir davon irgendwas schon haben. Hm? Nein. Okay. Alembic auch nicht. Nee. Dann, wie sieht's aus mit den Shards? Ist die Frage. Welche waren denn jetzt nochmal einfach zu bekommen? Wir nehmen einfach mal die, von denen wir am meisten haben. Entropy Shards. Und 4 und Stein. Na komm. Das geht aber tendenziell schneller. Können wir schon mal so einen Ofen bauen. Was war das andere noch? Was war da dann das noch? Ah ja, genau, der Crucible. Dazu brauchte man einen normalen Cauldron und einen Cauldron haben wir hier. Ich glaube, den brauchten wir ein paar Mal, ne? Machen wir uns gleich mal 3. So, wie kriegt man jetzt den Crucible, würdet ihr fragen, aus dem Cauldron? Das ist mehr als einfach. Wir gehen einfach her. Ach, weißt du was, nehmen wir den. Und zack, zack, zack. Und schon haben wir einen. Einfach Rechtsklick mit einem Wand auf einen Cauldron, gibt uns einen Crucible. Ist sowieso eine sehr schlaue Idee von Thorncraft, einfach seine eigenen Crafting-Benches und Methoden einzuführen. Dadurch überschreibt man nicht irgendwelche Standardrezepte. Kann man mal machen, ne? So, wie war das jetzt mit dem Stein? Haben wir jetzt genug, um hier was Sinnvolles hinzubekommen? Jo. Jetzt brauchen wir noch einen Wand. Am besten hier den Thormium Boss Silverwood Wand. Der gibt eben 90% Wieskosten auf alles. Was heißt einmal Kosten 0,9 anstatt 1,2. So, dann einmal so bitte, einmal so und so. Und warum bleibst du nicht einfach drin? Arcane Furnace. So, damit hätten wir den ersten Teil. Arcane Alembic, Alchemical Constructor. Okay. Ein Eimer, Gold, Eisen und einen Wiesfilter. Okay. Ingot. Ich hätte gerne davon was. Dann hätte ich gerne Silver, Wood. Oh, wir haben gar keine Silverwood Locks. Na, müssen wir gleich mal welche machen. Dann nehme ich doch einfach mal die coole Thormium, die Axe of the Stream dafür. Wieso eigentlich nicht? Und die Hoe of Growth sollte beim Wachsen helfen, wenn ich mich nicht täusche. Was brauchen wir noch? Ein Bucket. Davon haben wir bestimmt auch noch einen. Das ist was, wir machen gleich mal ein paar von den Dingern. So. Auf zu unseren Schandtaten. So. Ich hoffe, das geht noch mit der Hoe of Growth. Ich meine, da gab es mal einen Nerf. Geht noch. Wunderbar. Wunderbar. Was will man mehr? Was man vielleicht anmerken sollte, ist die Tatsache, dass man nicht allzu viele Saplings aus diesen Bäumen bekommt. Deswegen stehe ich jetzt auch mal gerade hier an der Kante, mit der Hoffnung, dass mir vielleicht einer auf den Kopf fällt. Ah, guck mal, 2 Stück bekommen aus einem Baum. Da waren wir sogar sehr erfolgreich, deswegen pflanzen wir jetzt den nächsten in der Mitte.
Denn diese Silver Trees haben eigentlich noch eine eigene Eigenschaft. Ich glaube aber, dass die nicht geht, wenn man sie mit einer Hoe of Growth wachsen lässt, wenn ich mich nicht täusche. Yep, geht nicht. Also die haben nämlich früher Aura Nodes gespawnt, aber ich glaube, das passiert eben nur dann, wenn man sie natürlich wachsen lässt und nicht, wenn man so wie ich jetzt gerade es erzwingt, dass sie wachsen. Was so schön ist, dass wir tatsächlich mehr als einen Sapling zurückbekommen. Das ist eher ungewöhnlich. Normalerweise sieht das etwas anders aus. Normalerweise hat man Pech und erhält maximal einen Sapling zurück, aber nicht zwei, so wie wir jetzt teilweise gerade. Ah, seht ihr? Jetzt gab es nämlich keinen. Wenn man vom Teufel spricht, ne? Man soll es eben nicht verschreien. Hätte ich mal lieber dreimal auf Holz geklopft. Aber so ist es. So, das reicht dann jetzt auch. Drei Bäume niedermachen. Ich überlege, ob ich die Axe of the Stream gerade noch ein bisschen im Inventar lasse und sie sich ein bisschen aufladen lasse. Wäre immer eine Möglichkeit. Wir können ja schon mal gucken, was wir noch brauchen. Das war falsch. Da will ich hin. Okay, das haben wir. Das haben wir. Was brauchen wir denn hier? Essentia Tubes, Wiesfilter, Essentia Valve. Great Wood Planks. Great Wood Logs haben wir hoffentlich. Oh, guck mal, Mana Pots. Die kann man pflanzen. Cultivation is time consuming. Das wäre natürlich eine Idee, eine Mana-Bohnen-Farm für die Mana-Bohnen zu machen, also für die Aspekte zu machen, die man braucht. Mit den Farm-Mods müsste das wahrscheinlich sogar funktionieren. So, jetzt sammeln wir erstmal das Zeug hier ein. Woher kommen jetzt bitte die... Das ist ja komisch. Woher kommen denn die Dinger jetzt? Naja. Mir kann es egal sein. Drei Saplings. Super. Great Wood, hm? Genau, davon haben wir nämlich auch gerade mal keine mehr. Sehr schön. Kann ich die Ho gerade wieder rausholen. Hatte ich doch gedacht, wir wären fertig. Meine Herren. Hose. Der Schlauch. Zack, 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 zack. Okay. Wahrscheinlich fällt jetzt die Hälfte daneben, denn dieser Baum ist durchaus groß. Hätte ich vielleicht irgendwie mal da vorne pflanzen sollen, wo ich meine Bäume sonst immer hatte, nicht hier auf dem kleinen Minifeld. Aber jetzt ist auch zu spät. Alter, wie lange willst du nur noch brauchen? Ja, ich höre es näher blubbern. Und ich sehe Sachen ins Void fallen. Also was Holz betrifft, ist dieser Baum auch sehr ertragreich, muss man mal so sagen. Vorausgesetzt, es kommt dann irgendwann auch mal zu uns. Früher konnte man mit der Axe of Stream auch Sachen einsammeln. Da fällt mir was ein. Warum machen wir das nicht? Warum habe ich den nicht dabei? Ich habe da noch einen, genau. Ja, so sieht das nämlich schon ganz anders aus. Ja, ja. Okay, ich glaube, ein Baum wird uns reichen. So. Packen wir mal die Saplings weg, die Hoe. Und zwei Stacks. Mehr brauchen wir sicher nicht. War's das? Können wir jetzt hier weg? Du kannst das gerne einsammeln. Manchmal verstehe ich diesen Magneten nicht. Naja, ist ja auch egal. Ist ja auch egal, ne? Also gut. So. Also. Wie war das jetzt? Das Ding erstmal wieder auf die Leiste legen.
Meine Bücher brauche ich auch mal wieder. Das Ding brauche ich tendenziell eher nicht. Dann bauen wir uns doch mal ein paar Wiesfilter. Genau. Zack. 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 Danke. So, dann brauche ich ein paar Great Blood Planks, ne? Hier so, das sollte reichen. Essentia Tubes, hm? Glas, Eisen, Gold sollte ich dabei haben und Quicksilver. Ne, wobei, Gold habe ich nicht mehr dabei, ne? Gold. Craften wir mal ein paar Stacks. Danke. So. Oh, Quicksilber haben wir ja ganz wenig noch, ne? Machen wir mal ein paar. Stacks davon. Und Glas. So, nee, warte mal. Essential Tips. Quecksilber, Eisen, Glas, Gold. Okay. Quecksilber, Eisen, Glas, Gold. Tatsache. Nehmen wir einen Stack. Oh verdammt, das war ein bisschen viel vielleicht. Insufficient V. Okay. Der da ist. Der enthält Wasser. Gleich mal nachtappen. Der enthält auch noch irgendwas Sinnvolles. Ich sehe nämlich leider gerade die Notes nur so sehr schlecht, deswegen... Ich glaube aber, irgendwas in meinem Stab ist auch noch leer. Was ich mal noch wieder aufladen sollte. Dringend. Was ist denn da noch leer? Order ist nämlich auch ziemlich leer. Aber ich glaube, ich hatte keine Note mit Order gefunden, wenn ich mich nicht täusche. Die nicht. Die auch nicht. Die auch nicht. Der nicht. Habe ich denn noch Notes? Nee. Schade. Da gab es aber auch Tricks, um Notes herzustellen, wenn ich mich nicht täusche. Aber für unsere aktuellen Zwecke sollte das doch eigentlich noch reichen. Genau, Essential Kram haben wir jetzt erstmal. Jetzt brauche ich ein Leather. Und ein paar Essentia Tubes zusammen. Oh, 20, ne? Sollten reichen. Wo sind die Leather? Da. Hallo. Und da rein. Und jetzt haben wir genau das Problem, dass wir nämlich keine Order mehr haben. Das heißt, wir nehmen jetzt den anderen Zauberstab, den wir da rumliegen haben. Der hat nämlich noch ein bisschen Order drin. Jetzt hat er auch nichts mehr drin. Ich habe aber noch ein paar Wands. Da sind noch Wands. Oder drei. Hier haben wir noch ein bisschen was. So. Packen wir mal die leeren hier rein. Ich muss mir mal so ein Charge Pedestal bauen. Aber ich glaube, vier Essential Waves könnten sogar reichen. Für das, was wir machen müssen. Also, jetzt machen wir erstmal so ein Arcane Alembic. Bucket. Gold. Filter. Eisen. Stab. Fertig. So, dann das nächste. Essential Tubes. Great Wood Planks in der Mitte. Okay, Great Wood Planks in der Mitte, die da und die hier außenrum. Man kann nämlich Essentials, glaube ich, mittlerweile wieder pumpen, wenn ich das richtig verstanden habe. So, dann brauchen wir Dichter dafür. In Ordnung. Und das letzte, was wir noch brauchen, was war denn das? Was war das letzte, was wir brauchen? Kleinen Weg. So, das letzte, was wir brauchen, ist ein Chemical Centrifuge. Mal schauen, wo wir die herbekommen. Da haben wir die.
The Chemical Centrifuge is a wonderful invention that allows you to break a centrifuge into its component parts. When compound essential flows into the centrifuge from below, it will be slowly broken down into the primal or compound essential that it is made from. Only one of the components is created for each point of essential broken down. The resulting essential needs to be drawn from the top of the centrifuge because of the endosynchrasis of the tube pressure system. It would be best to connect a essential buffer to the top of the centrifuge. Ist das hier ein Buffer? Tatsächlich. The essential buffer allows you to store a limited amount of essential 8 points total, though it can be made up of any combination of essential types, like a jar. It has suction, though it applies the minimum of amount of suction possible, 1. This means that it is usually only able to draw essential from a essential source it is directly attached to. However, tubes can be connected to all its sides, meaning that it is invaluable for getting essential out of devices like the centrifuge that could contain variable types of essential. You can attach bellows to the buffer. Ja, genau, das kam auch wieder dazu, das System. Okay, das heißt, ich brauche nochmal so ein Alchemical Constructure. Alchemical Construct. Und nochmal ein Alembic. Ist ja gemein. Das ist ja jetzt sehr gemein, ne? Da war ja gut, dass ich hier gleich mal noch einen Eimer mehr mit eingepackt habe. So, so. Und ich glaube, wie war das? Das V-Ding da oben und das hier. Oh, das sieht doch gut aus. Und das andere war so, dann so und so und so. Ah, bin ich gut. Kann mir so ein Schwachsinn sogar tatsächlich länger als 2 Sekunden merken. Faszinierend. So, das heißt, wir brauchen dann jetzt das, dann ein Piston und 2 Essential Tubes. Das kriege ich gerade noch hin. Mit ganz viel Glück. Dann haben wir nämlich die Quest nämlich auch fertig. Piston, Ding, wo ist er? Da. Und 2 Essential Tubes. So. Ich muss mir unbedingt eine Order Note irgendwo suchen. Das geht hier gar nicht. So. Menu Submit. Fertig. So, jetzt können wir hier mal weitermachen. Brains. Zombie Brains und Brain in a Jar sollte überhaupt gar kein Problem sein. Alle Golems herstellen. Na Gott sei Dank habe ich es mittlerweile erforscht. Bisschen nervig, aber ja, machbar. Essential Tube, Filtered Essential, Essential Valve. So ein Valve kann ich noch machen und so ein Filtered Essential Tube, das sollte ich auch noch hinbekommen. Also jetzt machen wir erstmal noch so ein... Habe ich doch noch einen Hebel hier bestimmt. Genau. So, ein Essential Valve. Und Filtered Essential Tube. Na, das wird ja interessant. Wo haben wir denn? Advanced Essential Tube. Filtered Essential Tubes. Ja, das kriege ich auch noch hin. Jetzt wird aber langsam mit der Order problematisch. Das 14 habe ich nämlich nicht mehr. Aber ich habe noch einen. So. Wunderbar. So. Ne, falsches Buch. So. Okay, was claimen wir denn? Golem Animation Core. Brauche ich die zum... Ich glaube, dass ich die brauche, um Golems zu machen. Deswegen werde ich die auf jeden Fall nehmen. Golem. Golem, Golem, Golem. Okay, nein. Nein. Nee, ich muss sie nur im Crucible herstellen. Ja, das kriege ich ja gerade noch so hin. Ja. Übrigens hier Crucible-Rezepte, man muss dafür sorgen, dass diese Elemente im Crucible sind. Dazu verbrennt man sie einfach, schmeißt sie rein und wenn die verbrannt, dann muss man dieses Item als Katalysator reinschmeißen, was dann, wenn diese Items drin sind, das Rezept sozusagen auslöst und man ein Thormium-Golem in dem Fall bekommt. Okay, ich glaube, ich nehme trotzdem die Animation-Cores, weil der Rest ist irgendwie meh. So. Also 16 Brains und ein Brain in der Jar, das können wir mal ganz schnell erledigen. Das sollte mal überhaupt gar kein Problem sein. Zumindest mal der erste Teil. Danke. Und Brain in the Jar war, glaube ich, auch nicht so kompliziert. Ich würde sagen, es ist bei... Nein. Hier.
bei dem Zeug müsste es irgendwo sein. Wo ist es? Ich könnte wetten, dass es hier irgendwo dabei ist. Aber anscheinend vertue ich mich. Golems? Wahrscheinlich ist es ein Unterrezept und hat kein eigenes Icon. Nein, da unten ist es ganz sicher nicht dabei. Ist vielleicht ein Basics dabei? Nö. Thaumaturgie. Zauberstabkram hat es eigentlich nichts dazu mit zu tun. Das Brain Energy kann nämlich... da haben wir es doch. Void Jar, Water Jars und Labels. Jars. Was ist das eigentlich? Jar Label. Achso, ja genau, die Dinge kann ich mich dran erinnern. Gibt es neue. Kann man dann Labels draus basteln. Okay, das ist aber nicht das Art von Jar, was ich gerade suche. Void Jar. Was kann denn Void Jar? Okay, gut. Diese Void Jars sind also dazu da, dass man auch Behälter überfüllen kann. Das muss doch hier sein. Nee. Arcane Pressure Plates. Diese Teile sind im Prinzip echt cool. Arcane Doors und Arcane Blocks und sowas. Wer meine alten Serien gesehen hat, weiß, was man damit machen kann. Wer nicht, sollte sich vielleicht mal anschauen. Runic Goggles of Revealing. Das... Sieht nach einer coolen Sache aus. Sollten wir es vielleicht mal bauen. Aber jetzt suche ich gerade erstmal das beknackte Jar. Wo ist es? Warum bist du so böse zu mir? Ich weiß nicht, wo es ist. Vielleicht doch bei den Golems? Traveling? Ne. Also das Brain in a Jar kann eigentlich... Das muss doch bei Research oder sowas sein. Kann nämlich Erfahrungspunkte speichern. Und ist deswegen ziemlich lustig, wenn man es zum Beispiel neben eine Monsterfarm stellt. Aber irgendwie ist es der Meinung, mir nicht sagen zu müssen, wo es ist, wo es das gibt. Oder es ist einfach ein stinknormales Rezept und es ist gar kein... Aber es müsste im Thaumonomicon so oder so drinstehen eigentlich. Also normalerweise stehen die Sachen hier drin. Ja, nee, bei den Rüstungen ist es nicht dabei. Das wäre ein bisschen arg seltsam. Hier müsste es eigentlich dabei sein, bei dem Alchemie-Kram. Magic Teller, ne. Ja, da auch nicht, da auch nicht. Da waren wir jetzt ja auch genug. Also so stellt man Water Jar her. Das brauchen wir. Glas und ein Slab. Muss hier dabei sein. Das geht jetzt gar nicht mehr anders. Da ist es doch. Ne, das ist Node in a Jar. Damit habe ich die Nodes transportiert. Okay, jetzt regst du mich langsam ein bisschen auf. Was soll denn das? Warum habe ich denn immer mehr Scheiß an meinem Cursor hängen? Das weg, das weg, das weg. Das weg. Das weg. Was können wir noch wegmachen? Ja, das reicht doch erstmal. So. Kann ich jetzt mal bitte hier... Brain in a Jar. Okay, wisst ihr was? Ich mache mir jetzt einfach... Ich probiere jetzt einfach aus, ob ich es ohne Rezept hinbekomme. Ich brauche erstmal eine Glasspane. Okay, das geht hier nicht.
Ich hätte gedacht, man. Doch, das müsste hier gehen. Genau, man kann das Ding nämlich auch als stinknormalen Crafting Table benutzen. Was manchmal ganz praktisch ist. Dass man nicht irgendwo anders hinlaufen muss, kann ich das. Nein, kann ich natürlich nicht. Das ist ja auch kein. Das sind ja auch keine Blanks, sondern das sind ja Slabs, ich weiß. Geht das mit Jungle Wood? Müsste eigentlich. Dann habe ich mal das eine blöde Jungle Wood Slab weg. Danke. So. Brain. Jar. Verdammt. Wäre auch zu einfach gewesen, oder? Ich habe keine Ahnung, wo es steht, aber ich werde es irgendwo suchen. In die Internet. Und dann werde ich das schon finden. Und dann werde ich mich ganz arg darüber aufregen, dass ich es bestimmt 50 Mal gesehen habe und ihr mich angeschrien habt durch die Zeit hindurch. Und ich einfach effektiv zu dumm war, es zu sehen. Aber so ist es manchmal. Kann man nicht ändern. Gibt mir auch oft genug so. Bis gleich. So, wir sind zwar kurz vor Ende der Folge, aber ich muss jetzt noch schnell eine Sache erledigen, da ich die brauche, um die anderen Sachen zu bauen. Ich dachte, vielleicht ist es interessant für den einen oder anderen. Ist hier vielleicht irgendwo eine Note drin? Anscheinend nicht. Ich hatte gehofft, dass wenn ich die Dinger wachsen lasse, dann da neue Notes entstehen, weil ich habe nur 3 Notes, die Order haben und das ist ein bisschen nervig. Dann machen wir das doch einfach. Wo machen wir das denn? Haben wir denn irgendwo ein bisschen Platz? Da hinten haben wir ein bisschen Platz. Machen wir es doch einfach hier. Ja, ich brauche gleich das und das. So, jetzt muss ich nochmal nachgucken, welche Reihenfolge unten. Okay, die Arcane Stone Blocks da. Machen wir es einfach hier. Hey, nicht schon wieder. Nein, bitte, danke. Nicht wieder irgendwelche komischen Sachen anfangen. Das wollen wir gar nicht. Also, so nehme ich nicht. Okay, Stone Block, dann ganz normale oben drauf. Und dann kleine Hilfskonstruktion für die Runenmatrix. So. Und hopp, und hopp. Und ich glaube, ich habe nicht genug Ladung in meinem Zauberstab, oder? Doch. Schön. Hätten wir das auch. Wupp. Sehr schön. Jetzt haben wir noch ein paar Pedestals übrig, die wir jetzt noch hier außenrum verteilen werden, denn ja, braucht man halt, ne? Ihr kennt das Ding vielleicht, ist auch gar nicht so schlecht, das unterm offenen Himmel zu machen, dann kann die Taint, die im Zweifelsfall sich entscheidet, sonst wohin zu verschwinden, auch selbiges tun. So, jetzt soll ich das mal wieder zurückräumen, das nach da, ne, das nach da, 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 irgendwie so, keine Ahnung, was weiß ich, wo mein Zeug alles war. Noch irgendwas. Ja. Ich habe mir übrigens mal so einen Precision Sledgehammer gebaut. Kann man mal benutzen. So. Ich wollte nämlich jetzt ganz gerne. Ich habe mich nämlich erkundigt wegen dem Brain in a Jar. Und es gibt hier leider keine Infos darüber. Also eigentlich müsste es ein Infusion Rezept sein. Also das heißt, es müsste hier irgendwo dabei sein. Aber wofür gibt es das Internet? Und da steht tatsächlich irgendwo, wenn ich es dann wieder irgendwann mal finde, keine Ahnung, wo das jetzt hin ist, dass es eben so ein Arcane Infusion Ding ist mit einem Rotten Flesh, 2 Spider Eyes und einem Water Bucket und 10 Cognito, 20 Examinis und 10 Sensum. Das heißt, ich werde einfach gucken, dass ich die Sachen zusammenbekomme und dann mal darauf hoffen, dass es funktioniert. Anders kann ich mir das nämlich momentan nicht erklären, wie ich da dran kommen soll. Ich könnte natürlich mal online nachlesen. Aber wir brauchen auch noch... wir brauchen das Ding sowieso früher oder später, um ein paar Sachen herzustellen. Denn... Wie war denn das? Irgendwas wollte ich nur noch machen. Ja, keine Ahnung, ist ja auch egal. Man braucht es auf jeden Fall am besten für die Sachen, die man so herstellen kann. Und deswegen ist es auf jeden Fall mal nicht verkehrt. Ich könnte ja theoretisch mal gucken, ob ich das vielleicht getradet bekomme.
Aber es ist auf jeden Fall mal nicht schlecht, diesen Infusion Crafting Table hier zu haben. Jetzt muss ich mir nur noch mal so eine... was ist denn hier passiert? So einen Arcane Graffel hier zusammenbauen. Noch ein weiteres Mal einen Arcane Furnace, ein paar Arcane Alembics, einen Chemical Construct, vielleicht auch noch, weiß ich nicht, wofür ich das so brauche. Wahrscheinlich nur dann, wenn ich den Filter benutzen will, ne? Die Zentrifuge, die ich jetzt nicht unbedingt brauche. Aber, ja, was ist das eigentlich? Sentia Resonator. It's a handy troubleshooter in a network. You can using devices to see what Essentials currently contain and suction is applied. Okay, damit kann man halt ein bisschen das Werkzeug, mit dem man halt sehen kann, was drin ist. Klar. Directional Tubes. Da gibt es noch Automated Alchemistry. Dazu bräuchte man zwei von den Dingern. Und vielleicht noch so eine Mnemonic Matrix. Und dann kann man das bestimmt irgendwie komisch ansteuern. Wahrscheinlich mit Computercraft oder so Zeug. Wer weiß, wer weiß. Oder man kann sie wieder automatisch zusammenmixen oder sowas. Irgendwas in der Art wird sicherlich sein. Ist jetzt auch egal. Ich gucke jetzt mal, dass ich so ein Ding, so ein Setup fertig bekomme. Oh, jetzt geht das Jetpack wieder nicht. Und dann kann ich hoffentlich auch mal die restlichen Aufgaben fertigstellen. Denn, ah ja, genau. Genau, das war nämlich ja, dass wir das Brain in the Jar irgendwie hier machen. Und dazu brauche ich dann, wie gesagt, jetzt wahrscheinlich das Infusion Crafting. Ich werde das mal probieren, ob das funktioniert. Wenn nicht, habe ich Pech gehabt. Bis dahin wünsche ich auf jeden Fall wie immer viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Kleine Anmerkung noch hinterher. Na, wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Es gibt versteckte Rezepte, die man, glaube ich, auch daran erkennt, dass sie ein bisschen anders farbig sind, wie die hier zum Beispiel. Die man eben erst dann findet, wenn man ein paar Sachen macht, beziehungsweise Sachen scannt. Und ich habe einfach nochmal einen Gehirn gescannt und dann kriegt man auch das Research für Brain in the Jar und das danach folgende. Also hätten wir das Rätsel auch geklärt. Und ja, es ist ein Infusion-Rezept und jetzt kann ich es auch sehen und damit sollte das jetzt auch kein Problem mehr sein, das Ganze herzustellen. Also damit, wie gesagt, bis zum nächsten Mal. Tschüss.